Hallo und herzlich willkommen bei Retro und Games. Ja, heute mache ich einfach weiter mit dem Amiga-Paket und nehme das nächste gute Stück aus dieser Kiste heraus. Ich denke, ich nehme mir den Joystick, den Competition Pro und schaue mir den mal genauer an. Ja, und los geht's! Ja, hier ist das gute Stück. Er ist ein bisschen verschmutzt, aber grundsätzlich funktionieren die vier Richtungen. Allerdings seht ihr schon, hier klickert es noch, dieser Button funktioniert, dieser leider nicht. Da ist also was im Argen. Ich werde das Ding einfach aufschrauben und nachsehen, was kaputt ist. So ja, die Competition Pro haben vier Schrauben, die muss ich aufschrauben, klar. Und dann sehe ich gleich, was im Inneren so passiert ist. Die ersten zwei Schrauben sind schon draußen. Und ich hole mir jetzt noch die restlichen beiden. Ging recht gut. Ja, und man sieht sehr schnell, sehr deutlich das Problem. Dieser Mikroschalter hier, der ist lose. Das ist natürlich nicht gut. Und das Drücken des Schalters kann natürlich dann auch nicht funktionieren. Ist ganz klar. Entsprechend muss ich mal schauen, wie die hier befestigt sind. Aber ich sehe schon, es ist eigentlich nur ganz simpel hereingeschoben, dieser Mikroschalter, wenn das mal nicht einfach ist. Wahrscheinlich hat man es wirklich geschafft, bei der Feueraktion so fest reinzudrücken, dass es dieser Clip hier vorne runtergedrückt wurde oder der Mikroschalter so weit runtergedrückt wurde, dass er aus diesem Clip heraus konnte. Somit konnte er nach links raus und dann das Ganze schon defekt. Jetzt schiebe ich das einfach wieder rein. Das ging jetzt relativ einfach und dann ist es auch schon wieder drin, aber ich glaube, er ist noch nicht ganz eingerastet, deshalb schiebe ich noch ein bisschen und dann, ja, nee, aha, wenn ich hier drauf drücke, jetzt ist er drin. Also es ist ein bisschen, man muss schon große Kraft aufwenden, um diesen Mikroschalter hier wirklich nach vorne zu drücken, aber wenn er dann vorne ist und einrastet, dann müsste das eigentlich auch wieder sehr gut halten. Er kann nicht mehr zurück, er wird durch die Säule, ja, wieder Haken festgehalten und damit ist eigentlich die Reparatur auch schon erledigt. Das andere schaut alles sehr gut aus. Die vier anderen Mikroschalter, Competition Pro immer mit Mikroschalter, klar, sitzen noch fest, haben ja auch hier Schrauben, nur die zwei Feuertasten. Auch der hier ist noch gut drin, gut befestigt. Ja, so einfach kann es sein. Damit wäre das Innenleben dieses Joysticks eigentlich schon wieder repariert und ich schaue mir jetzt mal an, ob er funktioniert. Naja, da ich natürlich einen Standard-Joystick jetzt hier in Händen halte und meinen guten Amiga nicht gleich diesen Joystick aussetzen will, weil wer weiß, vielleicht ist er doch noch mehr kaputt, würde ich ihn eben zuerst an meinem C64 hier mal testen und entsprechend werde ich da jetzt dann ein Programm laden und diesen Joystick anschließen. Aber vorher muss ich natürlich erstmal die vier Schrauben wieder reinschrauben, ist ganz klar. Das dauert natürlich auch ein bisschen, soll ja auch gut halten. Ne? Ja, ich hatte früher auch viele Competition Pro, wobei ich auch diesen Quickshot hier sehr gut finde, weil ich eben diesen Tastendruck hier oben oder diesen Feuertaste hier oben sehr gut finde. Mit dem Zeigefinger fand ich es fast angenehmer. Und was ein großer Vorteil ist meines Erachtens, sind diese Saugnäpfe hier unten. Aber es ist natürlich ein bisschen Geschmackssache und natürlich habe ich auch viele Spiele mit Competition gespielt, je nachdem wie die Feuertaste eben einzusetzen war. Jedes Spiel seinen eigenen Joystick sozusagen. Naja, so viel hatte ich dann doch wieder nicht. So, damit ist dieser Joystick hier wieder fertig und ich kann ihn anschließen. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, ist, dass bei diesem Joystick hier vorne sehr viele Pins innen drin nicht mehr sehr gut ausschauen. Und vielleicht rührt auch daher das Problem des Amigas mit den verbogenen oder abgebrochenen Pins an diesen Joystick-Ports. Das wäre gut vorstellbar, dass dadurch hier das Ganze verursacht würde. Allerdings weiß ich auch nicht, wie ich das in den Griff kriege. Ich werde hier mit einer feinen Zange reingehen oder mit einem Schraubenzieher und versuchen, ein bisschen auf die Seite zu drücken, sodass es einfach in einen neuen poligen Sub-D-Stecker passt. Im Prinzip sieht es jetzt aber ganz gut aus. Ich versuche es noch mit einem Stecker, den ich in meiner Elektroniksammlung habe. Wenn da nichts verbogen wird, dann stecke ich den Competition einfach in den C64 rein. So,
hier reinstecken und wieder raus. Und dann schauen wir uns das an. Schaut sehr gut aus, nichts verbogen, also kann ich ihn reinstecken. Gut, ich stecke ihn in Port 2 und dann lassen wir uns überraschen. Ich habe ja bei dem Video über den Vico Joystick schon zwei Testprogramme ausprobiert, die mir beide nicht sehr gut gefallen haben. Entsprechend habe ich im Internet gesurft und mir zwei neue heruntergeladen, die ich jetzt mal ausprobieren möchte. Ich starte schon mal das erste. Was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, dass dieser Competition natürlich Competition Pro Star heißt, also dieser silberne mit dem blauen Transparent. Gut, dann schauen wir mal, ob das erste Joystick-Testprogramm meinen Ansprüchen genügen wird. Ja, das Programm läuft, ich bewege den Joystick, scheint zu funktionieren, aber die Anzeige ist wohl italienisch oder so. Also für jede Richtung zeigt es was anderes an, sieht also echt gut aus. Das heißt, der Joystick funktioniert, die Kontakte funktionieren auch noch, einwandfrei, wunderbar. Aber jetzt probiere ich natürlich auch noch schnell das andere Programm aus, ist klar. So, dieses Programm sieht sehr gut aus, aber es zeigt mir wieder mal nicht die Diagonalen an. Das finde ich ziemlich doof, denn wenn ich nach links oben drücke, dann sehe ich hier gar nichts, als ob der Joystick kaputt wäre oder so. Ist er aber nicht, haben wir ja gerade gesehen. Irgendwann muss ich wohl wirklich noch mein eigenes Joystick-Testprogramm schreiben, weil es irgendwie keins gibt, was mir richtig gut gefällt. Naja, egal. Der Joystick funktioniert jedenfalls und ich habe wieder einen Teil mehr von meinem Amiga-Paket am Laufen. Jo, damit beende ich dieses Video auch schon und freue mich auf die Geräte, die danach kommen mögen. Ich hoffe, ihr schaut auch den Rest der Amiga-Story an und ich sage danke fürs Zusehen. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr Bock habt und schaut wieder rein, wenn es heißt Retro und Games. Ciao, bis dann!